Okay. Kannst durch. Okay. Jetzt geht doch durch. Nee, er geht nicht durch. Echt nicht? Nee, ich komme nicht durch. Da steht nichts dran. Mach mal für mich die Tür auf. Ich bin, ah nee, jetzt geht's. Hä? Stand gerade echt nichts dran. Warum auch immer. Drauf, bitte drücken, steht da drauf. Achso, ich hab gezogen, sorry. Was siehst du? Damn it, the bridge is out. Doc, come in. The bridge is out. I'm going to need you to come to us. There's a landing pad on the roof of the communication facility. Can you meet us there? Anything for you, Miss Valentine. I'll be waiting with open arms. He's quite a character. That's one way of putting it. So, okay, dann haben wir das soweit. Wo müssen wir lang? Müssen wir hier rein? Wir müssen hier rein, ja. Dann mal los. Alter. Krass, Mann. Here it is. Give me a hand. Okay. I set it to broadcast on the same frequency as Chris's PDA. Please be there, Chris. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength, it comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if he cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG-678W. PG-678W. I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her in an attaché case. Sure. Chris. Chris? It's no good. It's being jammed. It's okay. I told him what he needed to know. Hurry. Doug should be on the roof by now. All right. Also das war, muss ich sagen, eine sehr, sehr geile Szene, weil dieselbe Szene haben wir auch gesehen, als wir das Hauptspiel gespielt haben, nur aus der Sicht von Chris und Sheva. Richtig. Sehr, sehr geil. Halt sehr geil gemacht, dass man halt so ein bisschen die Hintergründe erfährt, ja, wie das alles zustande gekommen ist und alles. Jetzt kann ich dir das geben. Warte mal, ich hab noch Schrotmunition. Tamiro. Was? Hier ist zu viel Munition. Schau dir das mal an. Und viele Gastanks. Und Maschinenpistolenmunition. Viel zu viel. Okay. Du Scheiße, hier auch noch. Ja, eben. Warum? Ich weiß es nicht. Alter, alles voller Gastanks hier, wenn du dich mal anguckst. Die ganzen Tonnen hier, die hier stehen. Okay. Handgranaten. Und Granaten, natürlich. Ja, warum auch nicht? Viel zu viel. Das gefällt mir nicht. Nee, wa? Ich bin voll. Pistolenmunition? Ja, aber kann ich nicht aufnehmen. Ich bin voll. Ja, dann nehme ich das. Wo ist denn dieser Duck? Duck Heffernan. Duck Heffernan. Oh Gott. Jetzt weil da nichts ist. Oh fuck, Alter. Okay, wir müssen 5 Minuten hier aushalten, echt? Ja.
Du bist in irgendeiner Ecke. Ja, versuch mal nicht so viel Munition zu verschwenden. Denn, Du sagst das so einfach. Wer weiß, ob da noch der ein oder andere Axtmensch noch kommt oder sowas. Oder dieser Kettensägen-Typ. Beschwör es nicht. Und lass die Gastfässer noch heile. Die würde ich auch am liebsten noch... Fuck. Ja, die würde ich auch nicht verschwenden. Hier, Schurk, wäre Munition für dich. Ja, ich bin aber komplett voll. Ich kann nichts aufnehmen. Wenn du aufnehmen kannst... Okay. Oh ja, ist richtig. Weil du es ach, mein Gott. Nee, von dem habe ich nicht gesprochen. Ja, stimmt allerdings. Dropkick, auch gut. Okay. Ist er down? Ja, ist er down. Krass, okay. Ja, gut. Dropkick zweimal, weißt du. Ah, natürlich, was ein Dropkick so ausrichten kann, ne? Deswegen hast du den immer eingesetzt. So ist es. Bei der WWE, ich verstehe. Muss gerade. Also, was ist denn das? Royal Rumble oder was ist hier los? Das ist echt so eine. Alter. Ja, wir machen das nach der alten Kriegermethode. Wer zuerst vom Hochhaus fällt, hat verloren. Ja, wow, ich bin begeistert. Boah, von hinten wieder. Oh Gott, ey. Hauen aber auch ein Damage raus, ey. Ja, absolut. Das ist doch nicht mal normal. Hier liegt eine Pflanze rum. Kann ich nicht aufnehmen, ich bin wie gesagt voll. Ja, ich kann auch nichts aufnehmen. Was brauchst du sonst noch an Munition so? Ich hab momentan eigentlich... Also ich bin gut gefüllt, sagen wir es mal so. Okay. Hast du zufällig Maschinenpistolen-Munition? Nee. Oh, ich höre eine Kettensäge. Nur von wo? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Scheiße, leer. Oh, ist down. Sehr cool. Och Mann! Kuli, Magaduli! Ja, ja, du mich auch! Du hast es geworfen, aha, okay. Ja, ja, hab ich geworfen. Dass du ein bisschen Platz hast, ne? Ja, genau. Ja. Wie sieht das bei Pistolenmunition bei dir aus? Die ist zwar leer, aber dafür habe ich rot. Momentan. Au! Hat trotzdem getroffen, die Sau. Warte mal. So. Ganz klar. Na toll. Was? Da muss ich einen Umweg fliegen. Das ist ungeil. Das müssen wir noch länger durchhalten. Noch Kettensäge. Ja, ich hab's gehört. Noch von wo? Ich sehe sie. Okay. Der kommt jetzt von, weiß ich nicht, von hinten. Rechts, links, keine Ahnung. Hinter uns. Ah ja. Vorsicht!
Ah! Wow, Hilfe! Jo, ist down. Okay. Oh mein Gott. Nein! Oh, natürlich, Terminator kommt auch noch. Ja. Okay, oh fuck, fuck. So, den können wir dann zu den Fässern irgendwie locken oder sowas. Hau doch mal ab, Mann! Oh, ich hab auch jetzt. Jetzt Maschinenpistole Munition. Boah, wow, das ja, steht da hier. Und da ist der große Typ. Oh, scheiße, ich sterbe. Sterbe. Fuck off. Oh, fuck. Oh, weg da. Ist er weg? Ah, nee. Nee, ist noch da. Okay, weg ist er. Ist down. Sauber. Wie sich der Stahl nicht vergrößert. Ja. Wenn er explodiert. Sieht echt ein bisschen witzig aus, aber. Ich, Ach, er. Was bist du denn? Oh Gott, ich fuck. Ich bin bald tot. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Das sieht so geil aus. Doc, he would have done better. I'm sorry, Josh. He was a brave soldier. He was my friend. And if we don't help Chev and Chris, he will have died for nothing. You're right. Let's go see if we can help them.
Alter, das hat ja nicht mehr viel mit Resident Evil zu tun an sich, weil das einfach nur noch ein Action-Geballer war ohne Ende. Das war fast schon Left 4 Dead. Ja, aber es war trotzdem ziemlich geil. Der erste Part von dem DLC war ja mehr so auf Schleichen ausgelegt, auf Erkunden. Der jetzt hier mega die Ballerei, aber auch die Zwischensequenzen, die Filmszenen fand ich super gut, gerade auch jetzt hier am Ende. Ja, allerdings. Sehr nice. Uff. Und du hast mich doch am Anfang gefragt, spielen wir aufs Einfache oder auf Normal? Ja, hätte ich mal einfach gesagt. Das war auf Normal eingestellt, also weder schwer noch leicht, auf Normal. Und das war schwer, auf Normal. Ja. Wow, wow. Ja, krass. Wir haben es geschafft, Tamiro. Ja, das war Resident Evil 5, die komplette Story. Und ja, es ist immer wieder ein geiles Game. Ja, allerdings. Absolut. Auch wenn es jetzt schon älter ist, ich glaube 2011 oder sowas, kam das raus? 2011, echt? Ich dachte 2013. 13, echt? Nee. Ich weiß es nicht. Oder verwechsel ich das gerade ein bisschen? Ich meine, das ist älter. Ich glaube, 2013 kam der sechste Teil raus. Ach, stimmt, ja. Gut, dann war das 2005. 2005 sag ich schon, 2009. Ich bin so durch gerade. 2009, okay. 2009 dachte ich, ja. Und die DLCs, die kamen jetzt aber auch erst 2015, ne, oder? Ja, ja. Also für die Konsole gab es die schon länger. Ja. Aber auf Steam gibt es die eben erst seit kurzem. Ja. Alles klar. Ich bin zu fertig gerade. Ich kann nicht mehr denken. Ja, das ist echt geil, auf jeden Fall. Also, ich kann es auch nur empfehlen, irgendwie. Das ist ein cooles Resident Evil. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Das wird Resident Evil 6 sein. Ich freue mich. Und der wird auf jeden Fall auch noch kommen. Den planen wir zumindest. Ja. Und darauf könnt ihr euch freuen. Da spielen wir auch alle Storys durch. Und sehen uns dann wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Danke, Dave, dass du mitgespielt hast. Gerne wieder. Ne? Und wir beide sagen Tschüss, ciao und bis dann. Tschüss.